Und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich glaube, bis hier ist nur Ilias da. Herzlich willkommen, Ilias. Und Vanillepudding sehe ich im Chat. Vanillepudding. Kann man mich hören? Ich glaube, man kann mich hören. Kann man das Spiel hören? Ich glaube, man kann das Spiel hören. Ich würde sagen, wir spielen heute weiter. Walking Dead. Michonne, es ist noch nicht vorbei. Mega cool. Wir können noch ein bisschen was erleben, aber es ist nicht die Geschichte von Lee und auch nicht die Geschichte von Clementine. Ich bin gespannt, wessen Geschichte erzählt wird. Ich kenne es auch noch nicht. Das ist auf jeden Fall die wirklich letzte Geschichte von Walking Dead. Zumindest von Telltale. So. Lass mich mal ganz kurz hier gucken. Herzlich willkommen, Makachu. Wir gehen rein, würde ich sagen. Wir gehen rein. Genau. Makachu, wenn du irgendwann mal Lust hast, Paladin zu spielen oder Dead by Daylight, sag Bescheid. Dead by Daylight vor allen Dingen. Ich habe ja den Battle Pass. Und hab auf jeden Fall immer Lust, Dead by Daylight zu spielen. Gleich ja auch an alle anderen. Wenn ihr irgendwie Dead by Daylight spielen wollt, fragt. So, ich starte jetzt das Spiel, würde ich mal sagen. Damit wir heute noch fertig werden. Zumindest mit Episode 1, die jetzt beginnt. Oh, warte. Die Episode beginnt gar nicht. Wie kann ich denn die Episode neu beginnen? Das ist noch ein Alter. Vanillepudding, endlich bist du online. Endlich bist du online. Folge 1. Speicherdaten ändern, zurückspulen. Speicherdaten ändern. Ich will neu anfangen. Ich hatte ganz kurz reingeschaut. Wir wollen natürlich von vorn anfangen. So. Silent, herzlich willkommen. Und Vanillepudding, hast du die ganze Zeit auf mich gewartet? Das ist sehr süß von dir. Tut mir leid, falls ich dich warten lassen habe. Gestern warst du leider zu früh. Gestern war ich zu früh, heute zu spät. Tut mir leid. Aber jetzt sind wir da und jetzt genießen wir The Walking Dead. Michonne, Episode 1. I left so many people that I loved behind. Hm.
So many that I can hardly remember them all. But there are two. Just two that I can never forget. Es gibt zwei Leute, die sie nie vergessen wird. Herzlich willkommen, Kixos. Habe andere Streams gesehen. Okay, alles klar. Du bist fremdgegangen, was? Mein Herz. Und Mustafa, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Drücke nach links. Das ist merkwürdig. But they're not done with me. Aber richtig unfair. Du hast das Hanteltraining entfernt. Das sollte dir leid tun. Ja, habe ich gemacht. Ich wusste, dass ihr mich leiden sehen wollt. Und ich dachte mir, wollen wir, dass Brownie heute leidet? Und ich dachte mir so, nein, das wollen wir nicht. Dann habe ich es ausgemacht. So, hier ist eine Tür. Wir gehen durch die Tür. Herzlich willkommen, 4. Dir geht's auch gut, Mustafa. Oh, Liebe geht raus. Wir sind durch die Tür gegangen und sind jetzt in einer Stadt. Darauf muss ich erstmal klarkommen. Es geht los. Die Geschichte von diesen zwei Kindern. Mal gucken, was die für eine Rolle spielen. Sind wir vielleicht ein Kind davon? Und auch eine ganz liebe Umarmung an dich zurück. Nein, ich bin tot. Mann. Ich sollte den Chat nicht lesen. Wehe, das Hanteltraining kommt nicht zurück. Soll ich es heute noch zurückkommen lassen? Vielleicht am Ende des Streams? Ein bisschen Hanteltraining, dass ich morgen im Krankenhaus bin? Herzlich willkommen, Teleschnecke. Wunderschönen guten Morgen. Okay, wir gehen durch diese Tür. Wir sind im Dschungel. Du hast alles verpasst, Teleschnecke. Ich bin schon seit 3 Stunden live. Schäm dich. So, wir gehen durch diese Tür. Wir haben das alles noch nie gesehen. Oh, wo sind wir denn jetzt? Das ist aber neu. Das wird ein First Try. Wir machen alles zum ersten Mal. Lüg nicht, doch. Also, diese beiden Kinder scheinen eine sehr wichtige Rolle für uns zu spielen. Ich glaube, wir müssen X drücken. X. Und wir sind wieder im Dschungel. Ich finde die Grafik toll. Y. So, mal gucken, ob wir hier auch dreidimensional durch die Gegend laufen können. Oh, A, wo ist A? B. Jetzt sind wir wieder... Okay. Ich glaube, eins dieser Kinder sind wir und das andere ist unsere Schwester. Oder? Diese Zombies, die haben sich einfach... Die sind einfach schlimmer geworden. Okay, also sie bildet sich das ein, dass wir gerade in so einem Haus sind. Weil ihr seht, sind wir im Dschungel. Da ist das Feuer. Vielleicht erinnert sie sich an ihre Vergangenheit. Mal gucken. Herzlich willkommen, Ramen Guy. Was geht? Was geht? Nicht viel und Schluck trinken. Oh mein Gott. Wird Brownie heute Game Over gehen? Bin ich schon. Ist schon vorbei. Vanillepudding. Ist schon passiert. Direkt am Anfang, in den ersten 5 Sekunden. Offenes Feuer im Raum. Nichts gut. Oh, nichts gut. X drücken. Das bildet sich nur ein, dass wir gerade in einem Raum sind. Du siehst immer wieder so ein Flashback. Oder auch nicht. Dass wir im Dschungel sind. Wir sind gerade im Dschungel.
Wie oft ist die Frage, wie oft? Den Schneckel? Nicht so oft, wie wenn du dieses Spiel spielen würdest. Ja. Ich will dich mal sehen, wenn du ein Spiel spielst. Ich will dir mal zugucken. Und dann werde ich die ganze Zeit wieder lachen. Ja? Weinen, weil ich das so unglaublich gut machen werde. Weil du so unglaublich schlecht bist. Vor Lachen werde ich weinen. Trotzdem ist offenes Feuer im Raum nichts gut. Hatte ich soeben noch im AG Tegelehrgang. Oh, das ist cool, dass du das gelernt hast. Denn das ist tatsächlich nicht gut. Grill niemals zu Hause. Und auch niemals auf dem Balkon. Außer es ist ein Elektrogrill. Hey! Hey! So, jetzt sind wir wieder in der Realität. Wir sind im Dschungel. Ich schätze so 13 Mal. 13 ist eine sehr ungünstige Zahl. Das ist eine Pechzahl. Trunk Dunk. Wunderschönen guten Tag. Wir haben eine Pistole. Wir haben eine Kugel. Wir setzen diese Kugel falsch in die Pistole ein. Nein, ist richtig rum. Sie ist drin. Some days I envy the dead. Das wird nichts bringen, ne? Eine Kugel. Sie macht Selbstmord. Oh ja, geil. Elgato verreckt. Wieder Elgato-Bug. Gar kein Bock. Dafür haben sich die 300 Euro gelohnt. Oh, wer ist denn der Süße? Brownie. Weiß nicht, wie Knarren funktionieren. Doch, doch. So, jetzt Teleschnecke sagt nicht. Der ist aber süß. Gute Musik. Dieses Spiel gibt's leider wieder nicht auf Deutsch. Ich lass mir noch Zeit. Ich muss ja schauen, wer da noch so alles vorkommt. Schau aber nicht zu lange, weil irgendwann ist er tot. Warte nicht zu lange ab, weil dann ist die Gelegenheit vorbei. Und, wer hat einen Schluck? Mustafa hat einen Schluck gemacht. Vielen lieben Dank für deinen Schluck nochmal. Heute mal ganz ungesund, Energy. Mit Koffein, mit Taurin und mit Zucker. Folge 1. Verwickelt und verstrickt. Wetter in Marburg. 13 Grad. 3 Wochen später, Leute. Ich sehe nichts. Ich darf das nicht sagen, sonst bringst du den wieder um. Besser ist. Weil du bist dann schuld, dass er tot ist. Fuck. Can't sleep anyway. Sind die beiden Kinder vielleicht... Ihre Kinder? Ist sie Mutter? Rashid, come in. Over. Vanessa! You there? Deine Eifersucht ist daran schuld. God damn it. Hey, Pete. Du hättest es einfach nicht so weit kommen lassen dürfen. What are you doing here? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares. Außerdem waren es Unfälle. You're holding up okay? Wir hatten keine Wahl. Ich weiß es nicht. Lisa Joe, herzlich willkommen. Lange nicht gesehen. 3 Jahre. Just please tell me, if you know, if it gets as bad as it did. Das waren keine Unfälle. Das waren Unfälle. Dinge, die passieren, ohne dass man es wusste, sind Unfälle. Also, im Prinzip ist das ganze Leben ein Unfall. I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in contact for this long.
Heimtückisch von dir. Geplant. Same spot. Everything's just gone. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. You'll find them. So, du wirst sie finden. You're right. Wir sind alle Zeugen. Ja, das macht euch zum Mittäter. Denkt mal drüber nach. Ihr habt alle zugeguckt. Und seid nicht eingeschritten. Ihr seid quasi die Mörder. Nur Rauschen. Ja, doch, ich höre was. Hey. Michonne? Oh, was ist das denn? Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. If they left, it's probably for good reason. Then I want to know why. Warte, die hat eine Tasse mit weltbestem Mutter. Hello? Can you hear me? Hello? You heard it that time, right? She said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's someone. She might know what happened here. Jemand hat um Hilfe gerufen. We're losing the signal. Scheiße, scheiße, scheiße. If we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. Heute mal früher schlafen gehen. There is trouble, Pete. I mean it. What's the point in just surviving? We gotta do better than that. All right. Herzlich willkommen, Nintendo. At least someone gets it. You're the only one on this boat that even comes close to understanding. Not Berto, not Sadiq, especially not fucking Oak. You know there are people worth helping. Take over for me, okay? Ey. I'm gonna turn the boat around. Ich will jetzt kein Dead by Daylight spielen. Okay. Rauschsperre. Raussperre? Wenn wir die Raussperre rausnehmen. So. Dann wird das Rauschen nicht mehr unterdrückt und wir hören vielleicht durch das Rauschen irgendwas. Vielleicht sollten wir doch das Rauschen ausmachen. Ich verstehe dieses Funkgerät nicht. Versteht ihr das? Mit dem Bot ist es nahezu unmöglich zuzuschauen, oder dass es niemand weiß. Ja. Jetzt. Wir haben es geknackt, warum auch immer. Where are you? Okay. Anything? I heard her. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find Camper more Megas people. Am Start. Ich wurde noch nicht entdeckt. Naja, jetzt aber. Herzlich willkommen. What is she? Shit, what the? Oh, bloody hell. Who's that? Can't see a damn thing. Everyone okay? Er ist irgendwo gegen gefahren. Berto! Sadiq! You guys better get up here. What are we hit? Auf eine Sandbank. I can't see a damn thing. Berto! Hold the wheel steady. Take in those sails, now!
so, es ist einfach ein Unwetter. Runter! Are you all right? Ouch. Thanks for the save. Jesus! Oh, get the jib under control. Overwatch 2 wird auch für die Nintendo Switch kommen, habe ich gerade gesehen. Ja, tatsächlich kommt es für alle Konsolen. Und ich hoffe, dass es Crossplay geben wird und Cross-Save. Ansonsten ist es eine Enttäuschung. Something's going on around here. This place isn't safe anymore, Pete. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. Wurde mein Schluck vom letzten Stream eingelöst? Ja, klar. Hier, ich schluck auch nochmal für dich. You're just being paranoid. It's not paranoia if you're right. Stop. Let's go. Boot reparieren. We need to free the boat. That's our priority. She's right. All this talk isn't doing anything to get us out of here. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq, get those sails tied down. Once we've checked for damage, das hat sich etwas komisch angehört. Ease our way out. Das liegt im Auge des Empfängers. Oder am Ohr. Michonne. What exactly did she say? Michonne oder Michonne. Sie hat Mobjack gesagt. I asked where she was and she said Mobjack. Mobjack. I couldn't make out more than that. Mobjack. Michonne, take these. Okay. See if you can figure out what we got stuck on. Just see if we're close to anything. Dann finden wir mal raus, was hier los ist. We just need Camper Mega, wir müssen noch Sniper Elite 4 spielen, wenn du überhaupt noch Lust hast. Ganz komisch. Okay, lass uns rausfinden, was hier los ist. Fernglas verwenden, in die Ferne gucken. Fernglas verwenden. Tatsächlich sehe ich nichts. Okay. Wir sehen nichts. Dann gehen wir mal dahin. Über die Kante sehen. Dann gucken wir mal nach unten. Wir sehen auch nichts. Geil. Eine Pflanze. Was ist das für eine Pflanze? Oh, Früchte. Gut. Scheiße, das ist gerissen. Haben wir Republic Kommando gekauft. Ersteche aber meist nur meine eigenen Leute. Ich kenne das gar nicht. Was ist das? Was ist das für ein Spiel? Auf jeden Fall für die Switch, ne? So, Taschenlampe. Auch hier sehen wir nichts. Ah, hier. Hallo? Oh, ich muss niesen. Nase zuhalten. Das hilft übrigens. Wenn man niesen muss, einfach Nase zuhalten. Profi-Trick. Oh. Was ist das? Ein Schiff. Im Twitter wird Overwatch 2 mit neuen Maps gezeigt. Wie New York ist auch im Real Life meine Lieblingsstadt. Oh, cool. Ah, dieses alte Star Wars Spiel. Ah, okay, okay, okay. Und Simon ist auch am Start. Herzlich willkommen. Ein Sack Reis. Lass uns diesen Sack Reis angucken. Oh, ich hab voll Bock jetzt auf Reis. Ich weiß nicht warum. Einfach Reis kochen und essen. Reis ist toll. Taschenlampe habe ich doch schon verwendet, oder? Habe ich auf der Seite schon die Taschenlampe verwendet? Habe ich auf der Seite die Taschenlampe? Nee, auf der Seite habe ich die verwendet. Jetzt müssen wir sie auf der Seite verwenden. Der Cursor ist weg. Taschenlampe. Oh. Oh nein, unter uns ist. Hey Pete. Da ist was. Figured out what we're stuck on. Damn. At least it's not Rashid's boat. Ein Boot ist unter uns. Hey Michonne. Hope no one's still on that boat.
don't want to die like that. Sorry. I just seen a lot of bad shit go down. I don't want to see this fall apart, you know? I've seen better places than this get torn to shreds. Not the only one. I shouldn't let him see me slacking off like this. Ist das die Zukunft oder die Vergangenheit im Gegensatz zu Season 3 und 4? Das ist eine eigene Geschichte. Ob sie davor oder danach spielt, weiß ich tatsächlich nicht. Aber das ist eine komplett eigene Story mit eigenen Figuren. Also wir werden hier niemanden von den anderen wiedersehen. So zumindest vermute ich es. Vielleicht sehen wir ja jemanden wieder, so als Easter Egg oder so. Aber es ist eine eigene Geschichte. Es kann sein, dass die Figuren auch gar nicht hier existieren. Oder es ist ein Paralleluniversum. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Womit hast du dein Bot geschrieben? Ich habe ihn in Java programmiert. Maroon near the shore. A ferry. Didn't see a ferry last time I was here. Aber du kannst diesen Bot generell kannst du mit jeder Programmiersprache programmieren. Connects the wheel to the... Look, I don't know shit about Nimm am besten, wenn du was machen möchtest, das die Programmiersprache, die du kannst. Ja, und das ist alles, was du brauchst. Best option we got. Sind das nicht tolle Tipps? Sehen wir uns die Fähre an. Let's get to that ferry. I don't want to be stuck here any longer than we have to be. Can't argue with that. Maybe we can find some sign of Rashid's group. Let's round up the crew. Michonne and I will scout the ferry, see what we can find. All right, so we're just gonna sit around waiting for you. You wish. Machete. You got work to do. You didn't answer my question, though. Ich hab meine Machete wieder. Guys. You three. Catch the boat, pull her out of here and lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Stay near the boat and keep her safe. Oh, Schleifstein. Schnell hin und her schwanken, das kann ich. Habe ich es geschafft? Ist sie jetzt scharf genug? Brownie, magst du eigentlich Overwatch? Ja, Overwatch ist ein schönes Spiel. Nur leider kein Crossplay. Deswegen spiele ich es nicht. Don't let this turn into a rescue mission. Ich kann Java, JavaScript, friend, right? C, C++, HTML, CSS. Pete means well, but... You know what they say about good intentions. We'll get what we need and get out. That's the plan. Also wenn du Java kannst, good. Kannst du eigentlich schon viel. Come on. Und JavaScript, bam. Dann hast du eigentlich alles abgedeckt. Java und JavaScript, bam. Bist eingestellt. You ready? SQL, zack. Das sind so die wichtigsten Dinge. Java für meistens Backend. JavaScript für Frontend. Wenn du beides kannst, bist du Fullstack. Mittlerweile benutzt man statt JavaScript Angular, JS. Das JS steht für JavaScript. Ja, und Datenbank SQL. Sure is quiet out here, huh? Dann kannst du alles. Mehr brauchst du nicht. Ich kann leider kein JavaScript. Trouble usually isn't quiet. I suppose that makes you the exception. You know, something's really been bothering me, and I have to ask. What? Do you think this looks dumb? Oh, what? I don't know. Oak's been giving me shit about it. Says I look like a pirate. What do you think? JavaScript ist voll easy. Dann bring mir JavaScript bei. I wanna know. Oh, fuck Oak, what does he know? Tatsächlich würde ich gerne noch JavaScript irgendwann mal lernen, wenn ich Zeit und Lust habe. Zeit habe ich sehr selten Lust, sehr viel. You'll loosen up sooner or later. You're always so serious. It's gotta be exhausting. Du übertreibst. I think you're exaggerating. This is you. All right, I get it. You know, when we first brought you on board, never thought you'd decide to stick around. That's cool. You didn't talk to anybody. Kennst du gute Seiten oder so, auch wo man halt Praxis macht? Also bei Programmieren ist halt ganz wichtig, du musst es tun. Das ist wie bei allen anderen Sprachen.
Du kannst nicht Spanisch durch ein Buch lernen, ohne es jemals zu benutzen. So. Haven't got sick of me yet. I'm not staying here forever, Pete. No one's gonna keep you here if you don't want to be here. When we met, you were... I mean, I saw what you were about to do. You haven't had it easy out there. I know you mostly keep it to yourself. I don't want to make you talk about it. Being out on the water, keeping busy. It helps. If I stop even for a minute, it starts to catch up to me again. When things are quiet, I end up thinking too much. You know, before this, I was just on my own, like you were. Convinced myself I liked it that way. But after a while, I just... Oh my God. Okay, Machete. Zack. Wieso kommen die Zombies jetzt eigentlich vom Wasser nach oben? Ich dachte, die gehen unter. Ich dachte, die können nicht schwimmen. Einfach irgendwie herzlich willkommen. Guck. Ah, weil das Wasser flach wird. Scheiße. JavaScript ist vor allem für Webseiten. Ja, klar. JavaScript ist für Webseiten. Durch Node.js kann man es auch anderweitig nutzen. Genau, du kannst da dich dann andersweitig nutzen. Und die neueren Webseitentechnologien basieren halt auf Angular.js. Oder HTML5 baut, glaube ich, auch auf JavaScript auf. Ne? Also eigentlich alles. Alles Web-Anwendungen. Webbasierende. Deswegen ist halt JavaScript schon relativ wichtig zu können, wenn du irgendwie Richtung Programmieren gehst. Im Gegensatz zu PHP läuft JavaScript auf dem Client. Genau. PHP ist auch echt nichts, was du benutzen solltest. Das wird auch nirgendwo mehr benutzt. Guess I should have kept my mouth shut, huh? PHP ist beste, findest du? I can't believe it. Jesus. Thanks for having my back. Me? No, you did all the work. Yeah, that's twice you saved my life. Wann hast du die Quest zuletzt benutzt? Gibt jetzt Zero Kaliber. Was für eine Quest? Du meinst die Quest? Oh mein Gott! Die Quest! Seit einem Jahr nicht mehr benutzt. Ich kann zwar nicht, aber trotzdem geil. PHP kannst du. PHP ist easy. So. Hab ich früher als kleines Kind ein bisschen Script-Kiddy gespielt. Might be someone who can tell us where everyone went. Mit PHP kannst du jetzt nicht. No sign of anyone. Nichts ernsthaft Gutes. Just those fucking crows. They're probably all dead, Pete. We don't know that. Well, unless we can find another boat. Looks like we're stuck here. Looks abandoned. Suchen wir nach deinen Freunden. Let's see if we can find your friends. Doesn't look like anyone's here anymore. But maybe we'll find something inside. Looks like there's two ways in. The ladder or the window. Zero Kaliber ist ein cooles Koop-Shooter. Waffen auf jeden Fall. Oha, wie heißt das Spiel? Beat Saber. Das ist ein cooles Spiel. Habt ihr schon mal Beat Saber gespielt? Also ich rede jetzt mit allen Leuten im Chat. Habt ihr Beat Saber gespielt? In VR. Das Spiel macht mega Spaß. Hast du schon mal gespielt, Teleschnecke? In VR? Hast du es schon mal gespielt? Mustafa zum Beispiel nicht. Ja, habe ich. Sag nicht, du hast auch eine VR. Ich habe leider keine VR. Wer hat alles eine VR? Ja, für 30 Euro finde ich aber nicht so nett. Nein, hab keine. Kenne ich nicht. Ich hab eine VR-Brille. Und ich habe Beat Saber. Ich
kletter die Leiter hoch. Moment. Hoch, 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 hoch. Pete, hurry! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Pete! Was mit dir? Ich habe eine VR-Brille. Da habe ich schon Spiele gespielt und dann wurde mir schlecht. Tolles Ding. Kapitel 3 abgeschlossen, ist gleich vorbei oder was? Bis jetzt noch nicht viel passiert, ne? Oh, das ist Mob Jack. Da steht Mob Jack. Das ist genau hier, wo der Funksignal hergekommen ist. Es gibt sogar ein Walking Dead in VR, was richtig cool ist. Das soll richtig geil sein. Wo finde ich das nötige Wissen für Twitch-Bot, abgesehen von der Twitch-API? Tatsächlich musst du halt eine Programmiersprache lernen und können. Und dann, benutzt du halt eine API. Und dann, kannst du's. Was ich dir empfehlen kann, ist halt, du benutzt halt nicht die API von Twitch selber, sondern du benutzt halt einfach irgendwie, Libraries, die es schon gibt. Ganz egal, bei was, sei es Discord, sei es YouTube, sei es Twitch, sei es Google. Es gibt immer irgendwelche Libraries für deine Programmiersprache, die das Ganze dann vereinfacht. Dass du nicht direkt die API benutzen musst. Ich benutze auch Libraries in allem. Mein Bot benutzt Discord Library, Google Library, YouTube Library, Twitch Library und das ist alles miteinander verknüpft bei mir. This place isn't in great shape. Wieso wird dir schlecht? Wird dir das nach einer gewissen Zeit zu viel? Nein, das Ding ist, du hast diese Brille auf und du schaust dich um, du läufst, du hast so voll die krasse Bewegungen, aber du stehst die ganze Zeit meistens. Du machst zwar so hier und da die Bewegung, aber das Laufen, du bewegst dich, aber dein Körper läuft nicht. Und das ist so wie so eine Sehkrankheit. Ich weiß nicht, ob ich eine Sehkrankheit habe, eigentlich nicht. Aber da im also mir wird da einfach schlecht nach einer halben Stunde. Und es geht wohl sehr, sehr vielen Leuten so. Bei Beat Saber ist es nicht so, weil da stehst du ja auch nur rum. Aber wenn du Spiele spielst, wo du läufst, da ist es extrem. Da ist es extrem. Petzers Gaming Club raided mit 2 Personen. Vielen lieben Dank. Petzer. Ich hab gerade überlegt, was kann ich jetzt mit R noch anfangen. Aber vielen lieben Dank, Fetzer, für deinen Raid. So. Aufheben. Was habt ihr Schönes gespielt? Ich habe leider kein SO-Command. Muss ich vielleicht mal bauen. Welche Libraries hast du benutzt? Ich habe halt in Java programmiert, Vanillepudding. Für Twitch habe ich Twitch for J benutzt. Twitch for J. Twitch for Java. Und da ist alles drin. Kannst du alles über Methodenaufrufe und so machen. Alles. Und, man möge es kaum glauben, die Twitch-API ist 1000-mal besser als die Google-API. YouTube. Holy shit. Hab ich da viel geflucht bei meinem Bot, als ich da die ganzen Anbindungen gemacht habe. Das ist einfach furchtbar. Furchtbar. Die Twitch-API ist so viel geiler. Und vor allen Dingen nice. So viel mächtiger. Dum, 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 dum. Hier ist niemand. I don't see anything. Musste ich bei Google, musste ich mit einem, ohne Witz, ich musste mit einem Google-Mitarbeiter irgendwann höchstpersönlich mit dem sprechen und dem erklären, was mein Bot macht und so weiter. Ich musste ihm sogar Programmcode zeigen. Das fand ich ein bisschen krass. Die haben sich persönlich bei mir gemeldet und wollten viel zu viel wissen. Ich grüße Sie, N-Soccer. Herzlich willkommen. Und Graffiti Girl.
halte LS gedrückt, um hineinzufassen. Tschüss. Brownie, ich glaube, ich weiß, was für einen Abschluss Domtendo hat. Hab ich schon mal gesehen. Soll ich sagen? Ja, sag. Die Tür ist offen, aber sie ist versperrt. Blut, mein Code kann keiner lesen, weil mein Arbeitsspeicher im Gehirn so groß ist, dass ich selten Kommentare verwende. Das ist aber schlecht. Nicht lesbarer Code ist Scheißcode. What happened here? Nicht lesbarer Code ist einfach ist für die Tonne. Wenn du irgendwo arbeitest und du programmierst Code, den keiner lesen kann, dann wird das weggeworfen. Am Ende. Oh Gott. Weil niemand den versteht. Der wird dann neu geschrieben. Domtendo hat einen Realschulabschluss 2010 gemacht. Oh, ja, cool. No. Und dann auf YouTube halt, ne? Dann braucht er halt auch nicht irgendwie mehr. They don't look like walkers. Wonder what happened to them. Solange ich ihn lesen kann, ja, aber so, das ist halt nicht so. Also in der Berufswelt würde dich halt da keiner einstellen, weil es bringt der Firma nichts, wenn nur du den Code lesen kannst, weil dann macht sich die Firma von dir erpressbar, verstehst du? Und danke für den Schluck. Im Arbeitsleben muss jeder Arbeiter austauschbar sein. Dann hast du qualitativ hochwertige Software. Wenn du dich erpressen lässt, dann geht deine Firma eher pleite. Their wrists are zip tied. They couldn't fight back. Wenn ich ihn für jemand anderes schreibe, mache ich natürlich Kommentare. Jesus. Was ist das? Fetzer. Raided. Wieso kriege ich das auf meinem Handy, auf meine Uhr angezeigt jetzt? Don't leave us here. We want to come with you. Stay here. I'll be back soon. Die Story fesselt mich nicht. Ich glaube, du hast Fachabitur. Hast du schon im Stream gesagt? Nein, ich habe kein Fachabitur. Ich habe richtiges Abitur gemacht. Ich habe richtiges Abitur gemacht. You've got that look. Same look you had when. Does it seem like I'm okay? Aber ich kann jedem empfehlen. No. Sorry. Macht lieber Fachabitur. Also macht ganz normal Schule, Realschulabschluss, dann machst du eine Ausbildung. 3 Jahre, dann hast du eine Ausbildung in der Tasche, bist bereit für die Arbeitswelt und dann, wenn du Bock hast, häng ein Jahr ran und du hast Fachabitur. Das ist besser, als 3 Jahre Abitur zu machen und dann am Ende nichts zu haben, dann studieren, Studium abbrechen, nichts zu haben und 10 Jahre weggeworfen haben. Wenn du Fachabitur machst, hast du nur ein Jahr verschwendet, also was heißt verschwendet, du hast gar nichts verschwendet, weil du hast schon eine Ausbildung. Und wenn dann irgendwas schiefläuft mit deinem Studium, hast du eine Ausbildung. Du kannst dann immer noch einen Job machen. Mit Zentralabitur hast du nichts. Nichts. Absolut nichts. Wenn du ein Studium abbrichst, hast du nichts. Gar nichts. Ich mache Fachabitur, aber ich könnte auch ein Jahr länger machen. Da hätte ich richtiges Abi. Richtiges Abi brauchst du halt nicht. Brauchst du halt nicht. Außer du willst halt irgendwie in einem anderen Themengebiet studieren, womit dein Fachabitur nicht reicht. Aber du hast halt, das ist halt einfach viel riskanter. So. Du machst mehr und hast am Ende weniger von. Und Sarah Logan, vielen lieben Dank für die 20 Bits an der Stelle. Liebe geht raus, danke dir. Vielen, vielen lieben Dank. Ich mache Fachabitur, aber ich könnte auch ein Jahr länger, habe ich schon gelesen. Mann, wieso liest denn der Spinner alles doppelt? So, herunterschneiden. Ich verschwende 3 Jahre für Fachabitur, ich beende in einem Monat und so weiter. Aber, Vanille, du hast dann auch noch eine Ausbildung, eine berufliche, oder? Und damit hast du einfach viel mehr als alle anderen, die 3 Jahre Zentralabitur gemacht haben. Das ist doch einfach viel cooler. Ich find's cooler.
Und das normale Abitur ist zugegebenermaßen tatsächlich auch noch schwerer. Du hast, der Weg ist einfach viel schwieriger. Du hast viel weniger Zwischensteps. Du hast keine Ausbildung. Du hast einfach nichts. Und wenn du dann das Studium verkackst, dann hast du halt wirklich absolut nichts. Hold up. We don't know what's in there. So, Tür auf. Aber tatsächlich habe ich Zentralabitur gemacht und dann studiert. What do you see? Oh, das war sehr, sehr viel Druck. Anything? Ich habe es mir sehr schwer gemacht. Ich habe mir selber sehr viele Steine in den Weg gelegt dadurch. Und natürlich gab es dann auch sehr viel Versagensängste, so, weil wenn du das Studium nicht schaffst, verlierst du halt so alles. Das ist nicht schön. Dieses Gefühl ist nicht schön. Das wünsche ich keinem von euch. Macht Fachabitur. Hast du schon etwas über The Walking Dead Saints and Sinners gehört? Ja, das ist doch dieses VR-Spiel, oder? Camper Mega. Ich glaube, ich lese lieber mit Studieren. Was? Ich lasse es lieber mit Studieren. Weil ich stelle mir es noch schlimmer vor. Someone scavenged everything else but left this. Makes no sense. I know, but Fluch und Segen gleichzeitig, dann Tempo. Du hast so viel Zeit wie nie wieder in deinem ganzen Leben. Und gleichzeitig hast du so viel Stress wie nie wieder in deinem ganzen Leben. Bunch of medicine. Ganz viel Medizin, das ist super. Jackpot. Jackpot. Oh, Munition. Plenty of ammunition. Leider kriege ich kein Geld, weil ich nicht in einem Betrieb eine Ausbildung mache, sondern in einem Berufskollege. Ah, okay. Das ist sehr blöd, weil gerade alle Benzinpreise so hoch sind. Oh my god. Mary Lily's peaches and beans. God, I used to have these three times a day. Breakfast, lunch and dinner. Drove my mom crazy. Studium wird ja auch nicht bezahlt, so. Es gab halt so die Schulabgänger mit der 10. Klasse, die dann Hartz IV bekommen haben. Hey, mein Gehalt. Oder eine Ausbildung bekommen haben. Geld. Du selber hast dann noch, hast Zentralabitur gemacht, dir voll viele Steine in den Weg gelegt. 11. Klasse, 12. Klasse, 13. Klasse. Und du hast kein Geld verdient. So. Die anderen haben dann schon einen Job, eine abgeschlossene Ausbildung. Du hast Abitur. Ja, super. Du bist voll der Gebildete. Die anderen fahren schon Auto, Führerschein, bauen sich ein Leben auf, haben Familie. Und du sitzt dann da und fängst dann an zu studieren. Hm. Auch kein Geld. Fürs Studium kriegst du absolut kein Geld. Auch hier musst du entweder nebenbei noch arbeiten gehen oder halt, ja, BAföG, ein Kredit. Cigarettes. Du verdienst kein Geld, du machst Schulden dafür, dass du studierst. We should see what else we can find. Andere sitzen zu Hause, Hartz IV, kriegen Geld für nichts. Und dann vergehen Jahre, es vergehen einfach Jahre, bis du dann irgendwann Geld verdienst. Und wenn du Pech hast, kriegst du nicht mal einen Job, musst aber dann erstmal einen Kredit abzahlen. Und andere haben keine finanziellen Probleme, weil sie diesen ganzen Weg nicht gegangen sind. Fühlt sich wie eine Falle an. Ich habe schon Auto und Führerschein. Der Sprit zieht mir mein letztes Geld ab. Ja, siehst du? Davon hätte ich im Studium geträumt. Locked. Was ist da mit dir los? Was mit mir los ist? Nichts. Ich wollte nur sagen, studieren ist auch nicht immer sehr schön. Aloha! Herzlich willkommen, Raptor. Empty. Muss mir noch nichts leihen. Du Lump. In Sporttasche geben. Oh, Süßigkeiten. Nein, aber das Studium war schon eine coole Zeit. Ja, es gab mega coole Zeiten. Aber so, es stand halt auch sehr viel auf dem Spiel, fand ich. Wenn man Zentralabi macht und dann studiert, steht halt echt viel auf dem Spiel. Weil wenn du dieses Studium nicht schaffst, verlierst du halt gefühlt oder hast halt nichts. Das ist halt die nicht so schöne Seite vom Studium. Abitur werde ich auf jeden Fall auch machen. Ja, das ist auf jeden Fall auch immer eine gute Idee. Weil wollte meine Rückkehr aus dem Exil mit dir feiern und du streamst lieber. Ja,
Aus dem Exil. Was für ein Spinner. Wann bekommst du denn eine Capture Card? Morgen? Öffne den Spind, stich in den Spind. Ich öffne sie. Da ist vielleicht ein Mensch drin. Ich kann ihn nicht abschlachten. Shit. Ich hätte ihn abschlachten sollen. Samstag bekomme ich die. Ah, cool. Streamst du dann auch tatsächlich auf Twitch? Greg? What's going on? Ey, aber... Who the hell are you people? Who are you? Look, kid, just tell me. Now. I'm Michonne. Die Studienzeit war schon echt genial. Es war auch eine schöne Zeit. Ich möchte demnächst streamen, ausschließlich aus Spaß. Mit Erzglück kann ich mir mein Spritgeld erhöhen. Du meinst Trinkgeld? Das kannst du halt nicht. Du kannst nicht aus Spaß streamen und Geld einnehmen. Weil dann wird dir das Finanzamt kommen und sagen, nein. Sobald du Trinkgeld annimmst, beziehungsweise Geld, bist du nicht mehr im Spaß-Streaming-Bereich, sondern im gewerblichen Bereich. Und da musst du tatsächlich eine Firma anmelden. Beziehungsweise ein Gewerbe. Voll ich, egal wie viel Geld du verdienst. Eventuell Pokémon oder Summoner. Oh, halt cool. Okay, ich bin gespannt, Raptor. Ich bin gespannt. Wann kommt Overwatch 2? Keine Ahnung, es ist, glaube ich, kein Release-Termin bekannt. So, wir killen gerade erstmal ein paar Zombies. Inoffiziell ist immer noch Spaß. Ja, klar. Aber offiziell ist es halt dann leider nicht so. Ah, okay. Raptor, ja. Nee, alles gut. Aber ich hab's gelesen. Lass sie los, besorg. Hey, stay put. Randall! Shit! Antenne, ich habe keine Ahnung. Looks like you caught our thieves. Hä? Wir wollten helfen. Das war eine Falle. You. Man, you gotta be kidding me. And you've got help this time. Interesting. Thought you were a solo act. What the hell is going on? Don't play dumb. This is a misunderstanding. Eins muss ich noch sagen, ich habe damals Mathematik studiert, da ist halt die Abbrechquote irgendwas mit 80% oder so. Das kann man natürlich nicht mit anderen Studienfächern vergleichen. Daher vielleicht auch so ein bisschen die Angst damals. Der Druck war einfach extrem hoch in diesem Studiengang. Be careful. These new ones aren't fucking around. We'll take them to Norma. So, jetzt sind wir gefangen genommen worden. Shoot him. Ich weiß halt wirklich nicht, was los ist. Let's see. Two canteens, a lighter. Gestohlene Waren. Machete. Any bites, rashes, coughing? No, they're clean. You know we're gonna need those weapons, man. Dienstag erstmal wieder weg auf unbestimmte Zeit. Oha, das sind halt echt nur 4 Tage, die du bekommen hast. Wahrscheinlich wegen Pfingstmontag, ne? You know, if I had my way, I'd just dump you over the side. Wie hat es sich angefühlt, als du Mathe studiert hast? Es war eine schöne Zeit, aber wie gesagt, man hatte halt auch teilweise so echt Angst, so zu versagen. Wegen der Impfung und Pfingstmontag. Ah, okay, verstehe. Alright. You. We'll start with you. What's your name? It's okay. You can tell me. My name's Michonne. Randall, now that the pleasantries are behind us, let's talk about what you did. We didn't take anything from you. Shut your mouth. I'm talking to your cohort. Mathe ist mein Lieblingsfach. Das ist cool. Mit Mathe kannst du viel machen. Look, you have your backpack. Mächtig.
Seems like we're done. Not quite. Let's see here. Nice machete. You handle those walkers back there. How are you against something that can actually fight back? It's plenty sharp. Untie me, and I'll show you. I'll bet. Weapon like this, you gotta be comfortable getting in close. Getting messy. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? Mother? Father? A couple sisters, maybe? Not kids. You? Oh, man. I wouldn't have guessed that in a million years. So you. You got nothing left to lose. No wonder you're all stoic and shit. But hell, we all lose people. You're damn right I've got nothing left to lose. Means I'm not afraid of anything. Ich kann mal da auch gut nur Parabeln. Everyone's afraid of something. Parabeln, anyone says otherwise, just lying to themselves. Uff. Look at that. Wo sind wir denn jetzt? Monroe. Doubt you got a good look last time you were here. Too busy stealing from us to appreciate our little. Für jemanden wieder treffen? Bet you never gave them a second thought. Folks you fucked over? We haven't been here before. Save it for Norma. My sister. She's the one in charge here. Warum war gerade das Bild weg? She'll be just thrilled to see you. Herzlich willkommen, Pascal. Ich weiß nicht, ob ich auch irgendwann Mathe studieren soll. Ist auf jeden Fall nicht leicht. Unterschätzt das nicht. Wenn du weißt, in welche Richtung du gehst, zum Beispiel Wirtschaft oder Informatik, kann ich dir sehr ans Herz legen, eher das zu studieren. Todertod, herzlich willkommen. Zachary, thank God. You hurt? I'm fine, Jonas. I'm fine. There. Found your missing medicine. Thanks. I'll, get this back to the sick bay. Hey. Your job's not done yet. Come on. Randall, what's all this? Damn. I hoped I'd never see you again, Samantha. Norma, I'm... Not a word. Not from you. Found them on the ferry, along with this. That one there. Michonne? She's the one to watch out for. That true? You dangerous? Hey, wir gehören aber nicht zu denen. You don't believe me? I've never been wrong about something like this. I got nothing against you people. Good. That'll make this easy. Randall, escort these ladies to the storeroom. Find somewhere comfortable for the other two. What? That's my brother! Come on. Wir haben halt überhaupt nichts mit denen zu tun. Control. Sam! Greg, you'll be okay. Get moving. Where are they taking Pete? Don't you worry about him. What about Greg? Looks a bit empty, doesn't it? Like something's missing. Luckily, my sister's good at getting answers. She'll find out what you did with the rest of it. And if she doesn't, the two of us are gonna have ourselves a talk. Hey, I'm not gonna let you do this. Keep an eye on her.
She's got a knack for starting trouble. Anything goes down and I'm blaming you. Nothing's gonna happen down here. See that it doesn't. I'd say make yourself comfortable, but that's... Morgen habe ich Präsenzunterricht. Das heißt, du musst morgen zur Schule fahren, Dantenno. Oder was bedeutet Präsenz? We've gotta get out of here. They're gonna hurt Greg. Vermutlich, ne? These people. You don't know what they're capable of. Your brother is gonna be fine. You don't know that. Should have never involved my brother in this, and now you, Who knows what they're gonna do to him? Is Norma right? Did you steal those supplies? Well, I didn't steal the duffel bag, if that's what you're asking. This is my fault. Nicht geklaut? So sorry, I was just trying to protect my family, that's all. I never thought they'd go back to the ferry. I didn't know. It's not gonna be okay. Ich habe nicht geantwortet. Nein, ich wurde abgelenkt. Und dann heißt es wieder, ich bin schuld, wenn alle sterben. Nein, nein, nein. Nein. Ties are too tight. You see anything we can cut him with? Anything with a sharp edge. Mob Jack. It's the name of the ferry. It must have come from there. Never be able to slip my hand out. Schwimmwesten. Sporttaschen. This used to be full. How should I know? Ich hoffe, ich trete nicht zu nah, aber was ist mit deinem Partner von vor ein paar Jahren geworden? Hä, wie lange schaust du mich schon, Vanillepudding? Wie lange schaust du mich schon? They took the life vest too. Wie lange schaust du mich schon? Kennst du mich von YouTube-Zeiten Someone oder was? Really loves their SIGs. Same brand that was in the duffel. This is why there was nothing left on that ferry. It's all here. Chompy, Robo. Vorhängeschloss, was? Vorhängeschloss? Hä, das ist doch ein Teddy. Seit Escapist oder Stardew Valley mit Sanku. Boah, das ist ja schon 4 Jahre her, oder? Oder 3? Holy moly. Das ist ja schon richtig lange her. Ewig. So, hä? Wir können nichts tun. Scheiße, wer ist das denn? Das sind die Kinder. What's going on? Wie hieß denn du damals, Vanillepudding? Do you need help? I'm so sorry. Bassett. Ah, du bist Bassett. Fine. Ich kenne einen Bassett. Get out of this. I need you to tell me the truth. You saw those bodies back at the ferry? That was another group. We traded with them sometimes. Randall killed them all. Everyone. Even the kids. Came with his whole crew. And he just murdered them. Hurensohn. Son of a bitch. Ist das ein neues Walking Dead Spiel? Ja, ist ein neues. She must have. Eine komplett neue Story mit neuen Figuren. That's why this Sehr komische Story. That's what they do. They think they own everything on the water. Whatever they find, they take. And if you put up a fight, well, you know what happens. They just
It's nothing to them. So? It's not my problem. It is your problem. If there's anyone out there that you care about, don't tell these people a thing. Someone's coming back. The pipe's loose. Just a little more and I can get free. We have to get out of here. Losreißen! You with me? This is our chance. Whoever comes through that door, we jump them. We can do this together. It's now or never. What's it gonna be? Es ist ein Versuch wert. Let's go, wir gehen raus. Let's do it. Ausbrechen. Quiet down here. Here I was, ready for a fight. Nice work. Kept it together. Schönen Kopf los. God damn it! I knew you were dangerous. Come on. Norma wants a word. Yo. Die ist bewusstlos. Eine gute Nacht an alle. Schlaf gut, Mustafa. Danke, dass du hier warst. Dieser Walking Dead Teil ist 4 Jahre alt. 2016 kam er raus. Oha. So, 5 Jahre. Michonne. Das Spiel ist älter als Dead by Daylight. Norma? Always wanted to be a Veronica or Gwendolyn when I was a girl, but I've made my peace with it, I suppose. You're lucky, though. You got a name people remember. Michonne. Damn, that's good. A nice, strong name. Norma's not so bad. Eh, who knows? It's a new world. Maybe the name will make a comeback. I'm sorry about all this, but I just want to talk, that's all. Then you mind taking these off? Sure. Once I get to know you better. I know you're angry, but try to consider things from my perspective. Everything points to you stealing from me, from my people. That puts you and I on opposite sides of the fence. If that's not how you see it, enlighten me. Help me understand. If all goes well, I'd be happy to remove them for you. You got the wrong people. We didn't take shit from you. Randall believes otherwise. But that doesn't mean I think you're guilty just yet. You're gonna help me get to the bottom of things. You do that, and you get to go home. Der Bader kommt 2015 raus, echt? Go on. Der Bader ist nicht so alt. Hä? Consider it a peace offering. Echt? Der Bader leid? There you go. Ja gut. So tell me, you and Samantha, how long you all been together? I haven't seen you before, but then you might have been lying low. I just met Sam today. Really? And what brought you to that ferry? Seems awfully strange you just stumble on it, out there in the middle of the water. It's just a little difficult to wrap my head around. Pete and I picked up a signal on the shortwave. It was coming from the ferry. Hey, Zachary. Yeah? Get Janie to take a crew on down to the mob jack. See if anyone else picked up on this signal. Bring anyone they find back here. Oh ja, stimmt. Wir haben das vom Signal jetzt gesagt. They need help. We'll take care of them. So how about your group? Der Bader kam 2017 raus. Ah, siehst du? I need to know who's with you. Ha! Can act on incomplete information. There's nobody else. That's interesting.
Maybe I haven't been clear. The only reason you're still sitting here is because I've decided to let you tell me your side of things. I suggest you stop fucking around. Otherwise, this is gonna stop being so pleasant. Don't mistake my kindness for stupidity. I'm telling you what I know. I have a hard time believing that. Look, I don't mean to lose my temper with you. From your side, I'm sure this looks bad. I get that. But there's more to this than you realize. Since you just met, there's something you should know about Samantha. That girl is a natural-born liar. She's good. I'll bet she laid it on thick for you. Said it was all her fault. She's sorry, and won't you please help her escape big, bad Norma? Am I getting warm? Wouldn't be the first time she fed that line to somebody. She hasn't said anything like that. She will. She's lied to us before. Stolen from us before. You can see why I might be just a tad frustrated. I mean, I let her go. No consequences. I don't see how this is my problem. You're sitting in this chair in front of me because she made it your problem. Schlafen, okay? Du warst unhöflich. Was? Ich bin gefesselt. Wie? Ich bin unhöflich. That's why I'm talking to you instead of her. There's a fine line between being generous and being taken advantage of. Everyone deserves a second chance, I believe that. But never a third. Most people will take advantage if you let them. Did you give a second chance to Rashid and Vanessa? Who? Rashid and Vanessa. Never heard of them. But if they showed up here, sure, they'd get their chances. I'm trying to protect these people. That's what we do here. I bring folks in, see that they're fed, clothed, looked after. What about what you take from them? The salvage? We need the same things anybody does. We pool our resources, we survive. I'm not telling you anything you don't know. Sie ist der Boss, aber warum? Was macht sie so besonders, dass sie hier die Anführerin spielen kann und darf? Where's the rest of you? Komisch, dass man nie Rick und Co. trifft. What? Wer ist Rick? You say you weren't with those kids, but Randall caught you with them. Ach, du meinst aus Walking you Dead. You had this, but there's still much more missing. So, where is the rest of it? Wer ist denn wirklich, wovon sie will? And ammunition? Ich hab keine Ahnung. Wir gehören nicht dazu. Versteh das doch. Of course you don't. Sie glaubt uns einfach nicht. Bring sie wird uns umbringen. What do you do it? Here's how this is gonna work. I know he's not gonna talk to me. His sisters probably fill his head with all kinds of stories. So you'll be asking the questions. Let go of me! I guess being a pain in the ass runs in the family. Greg, is it? We're just gonna do a little fact-checking, Greg. See if your story squares up. There's no way I'm talking to you after what your brother... Shit, Randall. Komisch, dass man dieses Walking Dead Michonne nicht für die Nintendo Switch. Ja, weil die Firma nicht mehr existiert, Nintendo. Es ist einfach keine Firma da, die dieses Spiel auf die Switch bringen kann. Deswegen existiert sie nicht. Go on now. How long have we been together? A long time. Was? Sehr lange? Willst du mich verarschen? That's not how Michonne told it. She said you just met. Someone's full of shit. The kid made a mistake. He did. He lied to my face. Okay, let's try again. Michonne? The one about your people. You remember, don't you? She wanted to know how many of us are out there. There are. There's more of us. Lots more. Well armed too. Hoffentlich geht ihr irgendwann mal bankrott. Sehr gut. She said it was just you. Da gibt's nur noch Fortnite irgendwann.
Randall, Ronny bringt das Game auf die Switch. Please, I'll tell you whatever you want. Aim that at me. Ja, weil das ja auch so einfach ist, Programmcode von anderen zu kopieren. Randall, I think you made your point. Get a towel, hat er gerade eingepullert? Leave him alone, okay? It's just a kid. Throw him a pity party when we're done. Torbjörn aus Overwatch 2 hat einen schönen neuen Look. Oh cool, die haben die Looks verbessert. Rogue Girl, herzlich willkommen und danke für den Schluck. Greg's lying. Nicht kopieren von Scratch. Scratch, nein. Alter, der wird einfach zusammengeprügelt. God damn it, for fuck's sake, Randall. Norma. Please, okay, this isn't working. You're not gonna get what you want this what way. What would you fucking suggest? A pat on the head and a lollipop? He's got a point, Randall. You took it too far. Like you always do. People need a firm hand. You're not gonna get them in line by being soft. Now, being smart isn't the same as being soft, Randall. We're not gonna get what we need your way. Zachary and I will figure this out. You go below and get the other fella. I appreciate you telling the truth, Michonne. You. How you've lived so long in this world, I haven't a clue. Zachary, a word in private. You okay? What do you think? Are they done with us? Or is it gonna get worse? My guess is... Bleib stark. It's gonna get worse. Keep it together, Greg. What do you think I'm doing? Even if it didn't look like it. I can't believe I pissed myself. Seriously. Ja, dann sind nur bei mir auch, die beiden. I've never done that before. Never. I'm not like that. Afraid. Es ist klug, Angst zu haben. You don't look scared. Angst beschützt dich. You look like you've seen this 100 times. Tatsächlich. I knew about the Rotters. I mean, I fought them before, killed them. It's bad. But people are worse, aren't they? I didn't know it was this bad. They know what they're doing. They just don't care. People are worse. Nothing scares me more than them. Yeah. Yeah, I guess. I don't know. The thing is I say that about people, but people, family, they're the only reason to live. What if you don't even have that? I left them behind. Mom. My daughters. I didn't know. You lie to yourself to live, so you keep going. But when you stop, MC Forrest, herzlich willkommen. Moin, das Game ist mega nice. Hab schon durch. Oh, cool. Ich finde tatsächlich die alte Walking Dead Season-Reihe. Ask them some questions. Momentan fesselt mich noch nichts. Wir sind halt auf so einem Boot. Werden hier und da geschlagen. Wir wissen nichts. Shit. How are we playing this? Yeah, Michonne. How are we playing this? I'm all ears. Just tell the truth, Pete. Yeah, Pete. Just unburden your heart. Take care of this. Come on. Zachary? I just have a few questions. So. I know just where to put you. Es gibt Gerüchte, dass es einen weiteren Teil geben wird. McForce, die Firma existiert nicht mehr. Jonas! Es kann kein weiterer Teil kommen. Haven't you got a patient that needs you? No, you can't just barge in here! Kannst du mal Sachen für Brownies einfügen? Ja, mache ich noch. Irgendwann. See, not everyone here lives in squalor. Jonas and Zachary had the nicest room on the ship. The good doctor deserves it. Gosh, he just works so hard. What is it you do, Zachary? Huh?
Besides, fuck Jonas. Okay, fine, Randall, that's let's right. just... You do nothing. You cower, and you whine because you don't have the balls to do things that need doing around here. Wieso ist Handelstraining weg? War immer so lustig. Heute nicht. Morgen wieder. Und übermorgen. Und übermorgen. Montag. Dienstag wieder nicht. Time to earn your keep. Here. Go on. Get them talking. Where are the rest of the supplies? Oh, eine Pistole. The bags with the ammo. Hey, shouldn't keep your finger on the trigger. Don't tell me how to hold a fucking gun. I don't know, Zachary. Ich dachte, du willst Muskeln bekommen. Ja. Please, no one has to get hurt here. I'm just trying to help you. Okay, then talk. I don't think she's taking you very seriously. Come on! I need a location. Now! That's it. Careful. Don't get too close to her now. Please. We all need to calm down. Lass uns just take reden. A deep breath, okay? Talk to us. I'll stay calm, if you do. Hey, who's in charge here, you or her? Huh? You want answers? Talk to me. Stop. Don't move. Sam. Greg, don't. It's okay. You think this is okay? Get it together, Zachary. Leave her alone. You want to threaten someone? Threaten me. Last chance, Zachary. Fucking do something. Stop. Damn it, Zachary. Now who's taking things too far? What? I didn't. Outside. I now. No, Greg. Er wurde erschossen, aber das ist, ich fühl's nicht. Brauchst du Ideen für Belohnungen? Sehr gerne. Sehr gerne. Gerne auf Discord. Auf Discord, da gibt's einen Channel. Der heißt Vorschläge. Schreib sie da rein. Tateno hat recht. Was ist hier mit Handeltraining? Nichts ist mit Handeltraining. Du hast nichts verpasst. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie wieder. Please, we need to lay him down. Anfang Februar hat Blizzard mitgeteilt, dass mit Overwatch 2 und Diablo 4 nicht vor 2022 zu rechnen ist. Oha, das ist krass. Come on, Greg. Echte Brownies? Echte Brownies? Brownies erschrecken? Oh ja, Brownies erschrecken. Brownie will wieder im Bad liegen? Was? Nein. Nichts Handeltraining jetzt heute hier. Handeltraining aus. Und Brownies backen und dann euch schicken ist ein bisschen ungünstig. Wahrscheinlich schmecken die gar nicht, wenn sie, bis sie bei euch sind. Und zweitens muss ich sie zur Post bringen. Und drittens muss ich sie verpacken. Und viertens muss ich Porto zahlen. Und der ganze Aufwand, sie überhaupt zu backen und so. Und ich kenne eure Adresse gar nicht. Brownie muss sich rasieren. Ja genau, einfach irgendwie einer Körperstelle deiner Wahl. Ne? Ja. Habe ich schon zu oft gemacht an meinem Kopf. I can't let you go yet. Greg, I love you. Get off me. I just need more time. Oh nein, Zombie. Greg, Scheiße. Greg. Okay, das ist grausam. Greg. Ich töte ihn. Hold him down. I'm so sorry, Greg. Zu stechen. Uiui, Blut.
Und der hat überlebt. Alter, wie grausam ist das denn? Es war ein Unfall. I swear, okay? I swear. Please, lower. Please lower the gun. You're full of shit. Just give me a chance, please. You're not leaving this room, you son of a bitch. Da ist keine Patrone drin, oder? I mean it, Michonne. This bastard killed my brother. Please, don't do this. Please. Schwede! Die dreht ja richtig am Rad. Und da ist es vorbei! Nächstes Mal bei The Walking Dead. We all got demons, honey. Wir sind endlich von diesem Drecksschiff runter. And I seen some fucked up shit in my time. But you, you're a whole different animal. Roswitha, herzlich willkommen. Ja, ich bin absolut nicht beeindruckt vom Spiel. Just itching to get out. Das ist, ich bin absolut nicht beeindruckt. Wollen wir weiterspielen? Papa? That's what you do. Ja. You don't know what I can do. Absolut nicht beeindruckt. Statistiken aktualisieren auf X? Hä? Inhalt wird aktualisiert. Keine Verbindung möglich. Server existieren nicht. Firma ist pleite. Ja gut, dann nicht. Weiter. So, können wir noch was oder wollen wir noch irgendwas Schnelles spielen? Zweite Episode mache ich jetzt nicht, die dauert eine Stunde. Dauert die eine Stunde? Dauert eine Stunde. Splatoon 2? Die Spiele sind zu kurz. Eineinhalb Stunden gehen eine Season, eine Episode. Zwei gibt's noch, also es sind noch 3 Stunden Spielzeit für alles. Du spielst Episode 2, Zeit für eine Abstimmung. Episode 2 würde jetzt 1,5 Stunden gehen, bis kurz nach 0 Uhr. Aber ich glaube, ich mache jetzt eine Pause, zumindest was Walking Dead und Fronda angeht. Mich schon. Wollt ihr noch ein bisschen Dead by Daylight sehen? Mach eine Umfrage, Splatoon 2 oder Mario Kart? Oh nein! Bei Mario Kart macht bestimmt Teleschnecke mit, oder? Hab ich gehört. Da fährt doch bestimmt Teleschnecke mit. Nö? Hä? Was heißt hier nö? Du bist motiviert, mitzufahren. So sieht's aus. Da muss ich aus meinem Bett raus. Wie, du musst aus deinem Bett raus? Wieso bist du in deinem Bett? Was ist denn da los? Außerdem, die Switch kannst du ja mit in dein Bett reinnehmen. Das ist ja das Gute. Ich glaube, Pascal würde auch mitmachen. Ist cool.
Es ist noch nicht fertig. Es gibt noch 2 Episoden, wo die Geschichte weitergeht. Aber nicht mehr heute. Ich lieg gerade so perfekt. Wie, du liegst gerade so perfekt? Dass du dich jetzt kein Millimeter mehr bewegen wirst, die ganze Nacht über, das glaube ich dir nicht. Also ihr wollt jetzt, was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr jetzt? Splatoon? Kuschelig. Ja, tatsächlich, im Bett liegen ist sehr kuschelig. Warum liege ich nicht im Bett? Ich liege viel zu selten im Bett. So. Umfrage. Wollen wir wirklich eine Umfrage machen? Paul. Wollt ihr noch ein etwas? Noch ein bisschen? Was gibt's denn noch? 51 Worldwide Games. So ein Ding ist das. Okay, dann machen wir eine schnelle Umfrage. So, Auswahl stehen. Splatoon, Mario Kart, Dead by Daylight und 51 Worldwide Games. Richtig cooles Spiel. 51 Spiele. Ihr könnt sogar mit mir spielen, wenn ihr das Spiel habt. Bitte nur Splatoon. Was ist noch im Angebot? Das, was ich jetzt gerade reingeschrieben habe. Ich habe eigentlich noch sehr viel mehr im Angebot. Zu viel. Oh, 51 Worldwide Games. Da ist die Frage, ob jemand mitspielen möchte. Oder was wir dann spielen. Alles nichts für mich. Was wäre denn was für dich, Roswitha? Ich kenne 51 Punkt, Punkt, Punkt nicht. Das sind 51 Brettspiele. Und ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch da draußen dieses Spiel hat und mit mir spielen würde. Wo ist denn das Spiel? Ja, wo ist das denn? Ach, das ist schon drin. Nee, ist es nicht. Was für eine Frage. Mist, falsch abgestimmt. Wofür hast du denn abgestimmt? Für die Brettspiele und du willst keine Brettspiele. Oh nein, das ist unentschieden. Leute, wenn unentschieden ist, dann gehe ich. Mario Kart, was wolltest du denn abstimmen? Ich finde das Spiel nicht. Ich habe so viele Spiele. Oh, Pokémon Snap könnten wir auch spielen. Da? Nee. Okay. Auch nicht da.